Zurzeit scheint fast jeder über Zack Snyders Justice League zu sprechen. Der Director's Cut des Filmes von 2017 schlägt wegen seiner vielen Veränderungen zum Original hohe Wellen, darunter eine Laufzeit von 4 Stunden, ein wiederhergestelltes 4:3-Seitenverhältnis und neu hinzugefügte DC-Charaktere wie Darkseid, Martian Manhunter und der Joker, um nur ein paar zu nennen. Und der Film kommt gut bei Kritikern und dem Publikum an. Er bekam eine 73% Kritik auf Rotten Tomatoes und hält sich aktuell bei einer 96% Bewertung vom Publikum. Der Schauspieler von Superman, Henry Cavill, hat Snyders Arbeit auf Instagram gelobt und schreibt: "Auf dein Wohl, Zack. Glückwunsch. Ich weiß, dass das für dich eine mühsame Reise war, aber du hast trotzdem immer weiter gekämpft. Ich könnte nicht glücklicher sein zu sehen, dass deine Version von Justice League Realität geworden ist und was für ein Film es geworden ist." Aber der Teil des Filmes, der wahrscheinlich am meisten Aufmerksamkeit erregt hat, ist die Szene zwischen dem Joker und Batman. Zum Ende des Filmes gesellen sich Cyborg, Mira, Flash, Deathstroke und der Joker zu Batman. Das Team bekämpft einen von Darkseid kontrollierten bösen Superman in einer postapokalyptischen Wüste, bekannt als Nightmare. Wir haben diese Welt bereits zuvor in einer Szene in Snyders Film Batman v Superman Dawn of Justice von 2016 gesehen, in der ein pistolenschwingender Batman einen bösen Superman bekämpft. Batman wird gefangen genommen, demaskiert und gerade als er fast von Superman getötet wird, wacht Bruce Wayne auf und erkennt, dass das alles nur eine Vision war. In Zack Snyders Justice League kehrt das Publikum in die Nightmare-Timeline zurück, in der Aquaman, Lois Lane, Wonder Woman und Harley Quinn alle getötet wurden. Es ist eine unglaublich spannende und aufregende Szene, in der Mira schwört, für Aquamans Tod Rache zu nehmen. Cyborg und Flash schauen launisch und, am bemerkenswertesten von allen, der Joker verhöhnt Batman wegen den Freunden und Familienmitgliedern, die er verloren hat. Und es ist zum Ende der Szene hin, als Batman verspricht, den Joker langsam zu töten, dass etwas zum ersten Mal in der Hollywood-Geschichte geschieht. Batman sagt das F-Wort. Dieser Moment ist aus mehreren Gründen sehr wichtig. Es zeigt dem Publikum, dass Batman an diesem Punkt weit hinter dem moralischen Verhalten ist. Es zeigt grundsätzlich eine Seite des Charakters, die die Filme bis jetzt nie wirklich erreichen konnten. Es vermittelt auch, wie entsetzlich das Nightmare-Szenario sein könnte, wenn man bedenkt, dass Batman immer noch mit dem Joker zusammenarbeiten möchte, um die Dinge wieder gerade zu biegen. Die ganze Szene ist auch wie ein frischer Wind für DC-Fans. Es gab schon lange keine ordentliche Batman-Joker-Szene mehr. Zumindest nicht, seit Heath Ledger und Christian Bale in Christopher Nolans The Dark Knight aufeinander getroffen sind. I think you and I are destined to do this forever. Und Snyder wollte die beiden Charaktere schon seit Jahren für eine Szene wieder vereinen. Wie Snyders Ehefrau und Produktionspartnerin Deborah Inverse erzählte: "Zack wollte auf jeden Fall eine Szene mit Batman und dem Joker drehen. Das war unsere letzte Heldentat. Er sagte, das ist meine letzte Chance. Ich werde diese Szene drehen." Und wir versuchten rückwärts zu denken und ich dachte mir, okay, wie bekommen wir die jetzt rein? Währenddessen erzählte Snyder IGN, dass er dachte, dass eine Szene zwischen den beiden ein notwendiger Teil des Filmes sei und sagte: "Ich glaube, ohne eine Szene, in der beide ihre schmutzige Wäsche miteinander waschen können, hatte ich das Gefühl, dass wir als Fans des DC-Universums auf der Strecke bleiben würden. Das war die Hoffnung, dass wir sehen würden, wie sie zusammenkommen. Aber vor allem auch, wie sie über sich und ihren Kampf miteinander reflektieren. Also hatte ich ziemlich Spaß." Lustigerweise war diese Traumsequenz auch die einzige Szene des Films, die speziell für den Snyder Cut gedreht worden war. Die ganze Szene zu drehen dauerte nur 3 Tage, wenn man die vielen Jahre nicht dazu zählt, die Snyder brauchte, um Jared Leto davon zu überzeugen, noch einmal als Joker aufzutreten. Glücklicherweise scheinen sich Snyders Mühen ausgezahlt zu haben und DC-Fans haben endlich eine weitere großartige Joker-Szene, die sie in die Geschichtsbücher aufnehmen können. Schaut euch eines unserer neuesten Videos direkt hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsfilme. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst.